Herzlich willkommen zu Mittendrin, unser Treffpunkt am Mittwoch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das ist schon die dritte Ausgabe und auch letzte Woche haben wir wieder einige ganz tolle, herzliche Rückmeldungen von euch bekommen. Zwei davon möchte ich euch zeigen, eine vorlesen, eine zeigen von der Elisabeth Ries. Sie schreibt: Lieber Johannes, wir haben Gottesdienst gefeiert und haben die Ruhe und den Frieden zu Hause erfahren. Nach der Zusage, die Gott Noah gegeben hat, möchte ich auch eine Erfahrung weitergeben. Als mich die Nachricht erreicht hat, dass alle Gottesdienste und alle Andachten abgesagt sind, war ich total niedergeschlagen. Nein, dachte ich, das kann nicht sein. Passionszeit, Karfreitag, Ostern ohne Gottesdienste, das ist unmöglich. Ich war sehr niedergeschlagen. Und dann habe ich meine Hand nach der Bibel ausgestreckt und sie einfach aufgeschlagen. Und dann hat mir Gott ein wunderbares Wort zugesagt. Und dieses Psalmwort möchte ich allen zusprechen, denn er befiehlt seinen Engeln, uns zu behüten auf allen unseren Wegen. Liebe Grüße und eine gute Woche. Vielen Dank für diese Rückmeldung und für dieses Mutmachwort. Eine andere Rückmeldung kam von Manuela und Martin Weinbrenner über WhatsApp und das zeige ich euch jetzt. Lieber Johannes, hier sind Manu und Matt. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sitzen noch ganz erfüllt auf unserem Sofa und wir grüßen euch und ganz Langensteinbach aus Palmbach. Es ist einfach phänomenal, was ihr hier auf die Beine stellt und wie ihr uns, euch und die Kirche, den Gottesdienst, ja, und auch Gott und sein Wirken und alles, was da jetzt gerade lebendig ist, auch, ja, das in unsere Wohnzimmer zu bringen. Das finde ich ganz toll, auch mit der Mittwochs-Session. Ja, das tut einfach gut, sich so verbunden und eingebunden zu fühlen in unsere Gemeinde. Dafür wollen wir dir vor allem, Johannes, und deinem ganzen Team, die das möglich machen, ganz, ganz herzlich danken. Willst du auch noch was sagen? Da bei uns mein Mann der Redner ist, hat er schon alles gesagt. Wir haben nichts abgesprochen, aber es ist einfach so. Also von mir auch ganz herzlichen Dank. Es ist wirklich sehr, sehr schön, was ihr da zusammenstellt und es tut einfach gut, der Seele gut. Liebe Grüße und bleibt gesund. Tschüss. So, auch heute habe ich euch einen Gast mitgebracht für unser Interview. Es ist Manfred Brecht und Manfred, du hast uns auch was mitgebracht. Gibt es da eine Vorder- und eine Rückseite? Ja, gut, da wurde angenäht ist, das kannst du in dein Gesicht machen, weißt du? Dann hast du nämlich eine recht dichte Anpassung. So? Dann bist du gut gewappnet. Jawohl. Jawohl. Unser Gast heute ist Manfred Brecht. Lieber Manfred, du warst einer der Ersten, der mir das Du angeboten hat. Schön, danke, dass du dir die Zeit nimmst und heute hier bist. Und wie sich das für einen Arzt gehört, hat der Manfred uns auch die richtigen Masken mitgebracht. Aber ich glaube, wir nehmen sie wieder ab, oder? Also ich denke, wir sind hier im geschützten Raum. Ja. Der Heilige Geist schützt uns hier ganz besonders. Und ich denke, wir können besser sprechen, wir sind auch besser verständlich für euch. Aber Manfred, du bist Zahnarzt. Okay, ja. Ganz persönlich erstmal die Frage, seit wie vielen Jahren praktizierst du? Oh, da muss ich nachdenken. Unsere Bohrinsel wurde gegründet in der Talstraße hier 1987 schon. 87 ja. Schon, das sind jetzt über 30 Jahre. Über 30 Jahre. Über 30 Jahre. Ja. Immer noch mit Freude dabei. Bist du schon mal gebissen worden? Ein einziges Mal. Aber das war ein behindertes Kind, dem kann ich es nicht übel nehmen. Ja, ja. War auch nicht schlimm. Also die meisten scheinen vernünftig zu sein, trotzdem ist es ja so. Ich habe dich ja auch deswegen eingeladen, weil ich irgendwie gedacht habe, Zahnärzte sind eigentlich Spezialisten für das Thema Angst. Viele Menschen haben Angst, wenn sie zum Arzt gehen, speziell, aber auch beim Zahnarzt haben viele Menschen Angst. Ist das überhaupt noch so oder hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass die Beißzange nicht mehr so das Werkzeug ist, was du verwendest? Ja, ist schon erstaunlich, Johannes. Man sollte meinen, gell, die Angst wäre weniger geworden, weil wir haben viel mehr technische Hilfsmittel. Es geht viel schmerzfreier zu in der Zahnarztpraxis. Trotzdem
besonders bei Neupatienten merke ich das ganz oft, die zum ersten Mal zu uns kommen, die haben schon eine gewisse Reserviertheit und auch Ängste in sich. Ja, und was machst du dann? Was machst du, wenn ein Patient kommt und du spürst, der hat jetzt Angst, der kann sich nicht entspannen, der kann die Angst nicht loslassen. Wie gehst du damit um? Ja, also ich habe festgestellt, es hilft sehr viel, wenn man erstmal auf Augenhöhe miteinander spricht. Ich versuche dann auch bei Kindern zum Beispiel, die fahre ich hoch, die sind sogar dann größer wie ich, und dann Ansprache, also reden, fragen, was ist der Grund, weshalb sie Befürchtungen haben, Ängste in sich tragen. Mein Sohn war kürzlich bei dir, hat 2 Zähne gezogen bekommen und stiefelte raus, wie wenn nichts passiert ist. Also du scheinst da ja auch ein ganz ruhiges Händchen zu haben und sicher kann man ja palliativ auch einiges machen. Ja, richtig. Aber ich habe festgestellt, die Basis unseres Handelns, gerade beim Zahnarzt, wegen der Angst, Vertrauen. Man braucht das Vertrauen vom Patient. Wenn das Vertrauen da ist, dann verschwindet die Angst oft ganz alleine. Nur, wie kriege ich das Vertrauen? Das ist immer die große Kunst. Ich glaube, Vertrauen wächst, wenn man erstmal ins Gespräch kommt, weiß, was will denn der andere, wenn man sich in die Persönlichkeit reindenkt und wenn dann eine Basis kommt, wo man sagt, jawohl, der versteht mich, ich kann dem vertrauen. Dann wächst eine Beziehung nämlich. Das ist für mich ein ganz großes Phänomen, Johannes. Es gibt Patienten, die kenne ich schon viele Jahre, mit denen kann ich die schlimmsten Dinge anstellen, auf gut Deutsch, gell? Die haben das Vertrauen, die haben die Beziehung zu mir und da ist auch keine Angst mehr da. Ich glaube, das ist ähnlich wie in unserem Glauben. Gell? Ja. Wenn man weiß, dass man sich auf unseren Gott verlassen kann und da Erfahrung schon gesammelt hat, dann ist ein Grundvertrauen da, eine Beziehung da, die einem hilft, Angst zu überwinden. Gell? Gerade in diesen Zeiten haben viele Menschen Angst. Die einen zeigen es mehr, die anderen weniger. Dann gibt es noch die Übermütigen, die alle Vorsichtsmaßnahmen ablehnen und bewusst übertreten. Und so gibt es verschiedene Reaktionen und auch Arten, mit der Angst umzugehen. Wir sind ja nun beide keine ausgebildeten Psychologen. Aber jetzt frage ich dich trotzdem mal, was würdest du zu einem Menschen sagen, der aufgrund der aktuellen Lage, in der wir uns befinden, wirklich auch mit Angstzuständen zu kämpfen hat? Also ich habe volles Verständnis. Ich habe volles Verständnis, wenn Menschen jetzt mit Angst unterwegs sind. Ich war selbst betroffen 2013 in einer ganz schlimmen Virusinfektion. Ich denke, das war ein enger Verwandter vom Coronavirus. Coronavirus. Und es war eine ganz schlimme Zeit. Und es war eine Grenzerfahrung, muss ich sagen. Und ich kann es verstehen, weil es bringt einem an die Grenze. Gell? Und ich muss sagen, es war auch eine Erfahrung, die ich nicht mehr missen will, weil ich habe gemerkt, der Glaube trägt. Jesus ist treu, auch dann, wenn ich nicht mehr glauben kann. Und er bringt einen durch das finstere Tal wieder raus. Aber ich kann die Angst sehr gut verstehen. Und ich nehme es erstmal ganz ernst. Und versuche mit demjenigen dann Schritte zu gehen, diese Angst zu reduzieren, sage ich mal. Du hast es schon angesprochen, ich habe mich sehr gefreut, als wir hier nach Langensteinbach gekommen sind, dass ich gehört habe, hier gibt es einen Zahnarzt, der auch als praktizierender, als bekennender Christ unterwegs ist. Jetzt hast du es schon angedeutet, dass dir dein Glaube im Alltag wirklich hilft. Da wollte ich nochmal nachfragen, inwiefern hilft der Glaube dir ganz praktisch im Alltag jetzt auch vielleicht mit deinen Ängsten, mit deiner Furcht umzugehen? Meinst du jetzt Spezielles wegen der Krise, in der wir uns befinden? Mehr oder generell mit Angst umzugehen? Ja, ich denke, Jesus kennt uns ja besser, wie wir uns selber kennen. Gell? Deshalb muss ich ihm gar nichts groß erzählen. Er weiß, was in mir vorgeht. Und wir können uns, also ich versuche immer wieder einfach auch wenn ich zu Hause bin, meine Angst zu verbalisieren. Es hilft mir. Ein lautes Gebet, da muss noch nicht mal meine Frau dabei sein, ganz allein. Oder im Wald draußen, frische Luft, Bewegung ist sowieso jetzt wichtig in dieser Zeit. Draußen alleine die Begegnung mit Jesus suchen. Ihm
das Herz ausschütten. Mhm. Einfach zu sagen, wie ich mich fühle und wovor ich Angst habe. Mhm. Weil Jesus nimmt mich ernst. Mhm. Weil er hat selber am Kreuz, denke ich, für uns die größte Angst ausgestanden, die man ausstehen kann. Mhm. Er versteht uns. Gell? Mhm. Und dann merke ich ganz oft, wie, ich meine, mittlerweile weiß ich, wer das tut, der Heilige Geist in mir so eine Art Trost auspackt. Mhm. Und ich kriege eine unwahrscheinliche Zuversicht. Dann fällt mir vielleicht noch ein Bibelwort ein. Mhm. Und dann merke ich, wie Bibelworte so wichtig sind in dieser Zeit, der Angst. Mhm. Ganz bewusst, ich habe Bibelworte wieder auswendig gelernt. Habe ich jahrelang nicht mehr gemacht. Ich lerne sie wieder auswendig, weil es hilft mir so sehr, Schwierigkeiten zu bewältigen. Wenn ich morgens aufwache und plötzlich die Probleme sich drehen um meinen Kopf, in meinen Gedanken, dann spreche ich ganz laut Worte aus. Mhm. Mhm. Zum Beispiel die letzten Worte von... Ja, sag uns mal ein Beispiel. Ja, in letzter Zeit, der Habakuk, den liest man ja nicht so oft. Nee. Nach der Hoffnung für alle, also ein schönes Deutsch. Und dennoch, trotz der Krise, und dennoch will ich jubeln, also nicht nur zufrieden sein, sondern dennoch will ich jubeln, weil Gott mir hilft. Mhm. Mhm. Gott, der Herr selbst, ist der Grund meiner Freude. Also ich mache mich unabhängig von den Bedingungen um mich herum. Gott, der Herr selbst, ist der Grund meiner Freude. Mhm. Gott macht mich stark. Mhm. Also ich merke plötzlich, da kommt eine Power. Mhm. Er beflügelt meine Schritte. Und jetzt kommt das, was mir als Läufer sehr gut gefällt. Mhm. Er beflügelt meine Schritte. Wie eine Gazelle kann ich über Berge springen. Mhm. So endet der Habakuk. Wenn ich diese Verse förmlich meditiere nach einer kalten Dusche morgens, ist die Welt wieder in Ordnung. Okay, also den Bibelvers nehme ich dir ab, das mit der kalten Dusche ist nicht so meine Welt. Pfarrerkneipe kann ich nur empfehlen. Das vertreibt auch Sorgen und das erfrischt und das härtet das Immunsystem, kann man nur empfehlen. Wunderbar. Gerade in der Corona-Zeit. Ja. Damit sind wir nochmal bei der aktuellen Krise. Wie gehst du generell jetzt mit dieser Zeit um? Wie geht es dir jetzt in dieser Zeit so allgemein? Es sind gemischte Gefühle, wenn ich ganz ehrlich bin. Man hat ja Verantwortung für den Betrieb. Wir sind jetzt reduziert, wir sind runtergefahren, also im Moment haben wir noch keine Teilzeit. Nächsten Monat werden wir vielleicht Teilzeit anmelden, aber ich will natürlich alle meine Mitarbeiter gut durchbringen, ist ja klar. Mein Herz hängt an denen, ich will die behalten. Und die Patienten wollen wir versorgen, andererseits müssen wir uns schützen, auch unnötige Behandlungen aufschieben, um unnötige Gefahren abzuwenden und einfach auch die Nähe Gottes suchen. Beispiel, zum ersten Mal, meine Frau und ich, wir haben alleine das Abendmahl gefeiert. Weil wir konnten ja nicht zu dir kommen in die Kirche. Aber es war eine wertvolle Erfahrung. Kann ich nur empfehlen. Die Einsetzungsworte im Gesangbuch kann man nachlesen. Kann sie für sich selber heranziehen. Wertvoll. Manfred, du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Das war sehr praktisch, was du gesagt hast. Das war sehr wertvoll. Wir danken dir, dass du die Zeit gefunden hast, trotz deines vollen Kalenders hier bei uns zu sein. Ich nehme das mit, diese Ermutigung, die du uns zugesprochen hast aus dem Habakuk, aber auch die ganz praktischen Tipps, nicht aufzugeben, an Gott dran zu bleiben und sich ein Stück unabhängig zu machen von den Umständen, denn Gott ist immer der gleiche, egal ob Krise oder nicht. Ja. Das hat mich sehr ermutigt. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Vielen Dank für deine Zeit. Fühl dich umarmt, Johannes. Danke, gleichfalls. So, jetzt gibt es wie immer noch ein paar Informationen aus dem Gemeindeleben für diese Woche. Wir klinken uns in dieser Karwoche ein Stück weit ein in das Programm vom Kirchenbezirk Karlsruhe-Land, zu dem wir gehören. Bitte besucht den YouTube-Kanal vom Kirchenbezirk Karlsruhe-Land. Der ist hier unten verlinkt. Und dort wird jeden Tag eine Andacht bzw. ein Gottesdienst zur Verfügung gestellt. Bitte abonniert auch unseren Kanal, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Und jetzt möchte ich noch besonders hinweisen auf einige Dinge. Vor allem auf unsere Osternacht. Die fällt nicht aus. Wir feiern sie nur in anderer Weise. Wir wollen auch in diesem Jahr Gemeinde als Hoffnungsgemeinschaft erlebbar machen. Und dazu haben wir uns Folgendes überlegt. Am Karfreitag ab 9 Uhr stehen in der Kirche sogenannte Hoffnungstüten bereit. So haben wir sie genannt.
Und diese Tüten beinhalten eine kleine Andacht und ein paar Überraschungen für groß und klein, für die ganze Familie. Was da drin ist, verrate ich nicht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, diese Tüten abzuholen, und zwar im Zeitraum von 9 bis 18 Uhr. Da würden wir euch bitten, vorbeizukommen und diese Tüten abzuholen. Und am Karsamstag selber dann, ab 22 Uhr, laden wir euch ein, dass wir alle ein Licht auf die Straßen stellen, an den Straßenrand. Die Glocken werden läuten, wir lesen ein paar Worte, wir sprechen ein Gebet. Und so stellen wir es uns dann vor, Langensteinbach, unser Ort, wird hell werden durch die ganzen Lichter, die wir anzünden. Und so wird es dann Ostern werden, auch wenn wir den vorgeschriebenen Abstand einhalten. Also setzt mit uns ein Zeichen und seid bitte mit dabei. Und wenn ihr eine Tüte für euch und eure Familie abholt, dann denkt vielleicht auch an eure Nachbarn. Nehmt eine Tüte für die mit, stellt sie bei denen vor die Tür. Es sind genug Tüten vorbereitet. Wir haben 300 Stück vorrätig. Also um 22 Uhr, Karsamstag, werden die Glocken läuten. Danach werden einige Osterchoräle von Andreas Hochmuth an der Trompete vom Glockenturm erklingen. Da kann man zuhören, mitsingen, die Noten sind auch in der Tüte. Und so können wir den Zauber der Osternacht trotzdem spüren und das Licht Jesu in dieser Nacht weitergeben. Der Gottesdienst für Ostersonntag wird bei uns vorbereitet und stammt dann aus unserer Kirche hier in Langensteinbach. Schuldekan Stefan Thomas, ein Musikensemble unserer Kirchengemeinde, und ich werden diesen Gottesdienst vorbereiten. Und auch der wird dann auf unserem YouTube-Kanal zu finden sein. Jetzt möchte ich nochmal erinnern an unsere Aktion Ostern findet trotzdem statt, Bilder der Hoffnung, unsere Open-Air-Ausstellung an der Kirche. Und das schauen wir uns mal vor Ort jetzt an. Gut. Ja, wir sind jetzt hier an unserer Kirche in Langensteinbach und hier möchte ich euch nochmal erzählen, was wir vorhaben über die Ostertage mit unserer Ausstellung. Wir haben hier um die ganze Kirche ein langes Band gespannt und Klammern hängen schon bereit für das, was ihr gestaltet. Wir haben diese Ausstellung genannt, Ostern findet trotzdem statt, Bilder der Hoffnung. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch alle beteiligt, liebe Kinder, liebe Erwachsene. Es geht jetzt darum, dass wir diese ganze Schnur füllen mit euren Bildern. Auf der Beschreibung, die wir dazu gemacht haben und die ihr auch verlinkt findet und auf unserer Homepage und per E-Mail zugeschickt bekommt, da ist das sehr schön beschrieben. Eine Aktion für alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen hier aus unserem Ort. Und wir bitten um eure kreativen Ideen, Bilder, Gebete, Fotos, kleine Geschichten und so weiter, was euch einfällt. Es soll eine Ausstellung werden, von allen für alle. Und so könnt ihr euch mitteilen, auch ohne dass wir direkt nebeneinander stehen und im Gespräch sind. Und wir können verbunden sein, auch ohne dass wir uns sehen. Also, was gibt dir Hoffnung? Was macht dich traurig? Was macht dich froh? Was macht dich dankbar? Was macht dich zuversichtlich in diesen Tagen, besonders im Blick auf das kommende Osterfest? Gestaltet eure Idee auf DIN A4, laminiert sie oder tut sie in eine Sichthülle und dann mit eurem Namen oder anonym, ganz egal, befestigt sie hier mit den Klammern, die vorhanden sind. Genau, wir freuen uns sehr, wenn ihr euch beteiligt. Bitte sagt diese Idee weiter und wäre es nicht toll, wenn wir es schaffen, dass wir einmal ganz rum um die ganze Kirche alles mit euren Bildern füllen. Ich freue mich sehr drauf. Schaut vorbei, bringt eure Bilder mit. Wir freuen uns drauf. So, zum Schluss noch ein Bibelwort aus Johannes 20, 19. Jesus kam und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. In diesem Jahr ist alles anders. Wir können das Osterfest nicht gemeinsam feiern. Wir sind in unseren Wohnungen. Manche sind auch allein. Viele sind geplagt von Sorgen und Ängsten. Aber wir hören auch in diesem Jahr die Osterbotschaft. Jesus tritt zu uns, wie er am Tag seiner Auferstehung zu seinen Jüngern kam, die aus Furcht hinter verschlossenen Türen waren. Er tritt ein in unsere Häuser und sagt zu uns: Friede sei mit euch.
Dieses Wort wollen wir aufnehmen und beten, dass der Friede des auferstandenen Jesus in unsere Herzen und Häuser einkehrt. Kein Leid, kein Virus und selbst der Tod hat nicht das letzte Wort, weil Gott das Heil will. Und so erbitten wir seinen Segen. Der vom Tod auferstandene Jesus Christus segne uns, seine Kirche, unser Langensteinbach und unser ganzes Land. Er segne diese ganze Welt mit seinem österlichen Frieden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch eine gesegnete Karwoche und ein frohes Osterfest. Tschüss.